darf. Das Orchester schläft. Bitte? Lasst mich! Ich mache das. Orchester, bitte aufwachen. Es ist Kinderkonzert. Lass uns rufen alle zusammen. Aufwachen, Kinderkonzert. Aufwachen, Kinderkonzert. Aufwachen, Kinderkonzert. Aufwachen, Kinderkonzert. Und wenn unser Orchester schläft, dann hören wir es uns halt auf dem Klavier an. Also, die Klavierfassung von Mutter Gans. So, jetzt, das klappt bestimmt. Da werden die jetzt wach. Ah, ja, einen haben wir wach gekriegt. Weißt was, dann holen wir einfach für jeden Musiker einen Wecker und dann werden die alle wach. Ich hol die mal schnell. Okay, dann holt Otto jetzt für jeden Musiker einen Wecker. Mal gucken, ob das klappt. Ich glaub's nicht. Ja. Hier noch. Und? Siehst du was, Andreas? Ja, ja. Die werden wach. Ja. Ja, verrückt. Na toll, super, Otto. Die Porzellanprinzessin. Es war einmal eine hübsche chinesische Prinzessin. Die wurde von einer bösen Fee winzig und hässlich verzaubert und in einem Glaskasten gefangen. Gibt's denn ein Märchen mit Krümeln? Ja? Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Ich weiß was, ich guck mal nach. Vielleicht träumt Schneewittchen ja ein Märchen, wo das alles zusammen drin vorkommt. Der kleine Däumling konnte diesmal keine Kieselsteine mehr mitnehmen und also ließ er Brotkrümel auf den Weg fallen. Die Schöne und das Biest. Ein Kaufmann hatte sich im Wald verirrt und kam an einen riesigen Palast. Und weil die Tür offen stand, ging er hinein. Ich mach jetzt einfach mal mit. Im selben Moment stand ein Biest vor ihm. Darfst du mir so, dass ich dich in meinem Palast bewirtet habe, indem du meine Rosen stiehlst? Hey, darf ich vorstellen? Die Schöne. Dann ja wohl das Biest sein. Das ist ja mal ein Ungeheuer. Denn das Biest war traurig, dass die Schöne es nicht heiraten wollte. Ganz genau. So weit waren wir gekommen. Tobias, hier habe ich einen Verband für dich. Kannst du haben, hier bitte. So, also hier im Kinderkonzert. Tobias, hier nimm noch mal den Verband. Also, und Tobias. Hallo. Tobias. Wir müssen leider eine Pause machen. Und zwar 100 Jahre. Nein, ich kriege unseren Märchendirigenten schon wieder wach. Ja, wie willst du das denn machen? Hör zu, Dornröschen
Prinzesschen wurde doch von einem Prinz wach geküsst. Ja. Und? Und? Ah, ja, da ist er wieder. Er ist wach. Ich hab's geschafft. Gut gemacht, Otto. Ich hab's geschafft.